Shadowlight Crypt Key. Was mir auch immer der bringen soll. So, bist du der Weg zurück? Nein. Und ihr dürftet eigentlich auch keine... Nein. Ihr seid definitiv auch keine. Da habe ich schon einen Key benutzt. Okay. Ja, weiter habe ich halt nicht geguckt als bis zu dem Eingang hier. Ich kann halt die Dinger wieder runternehmen. Weil wenn ich hier den Dark Orb in die Hand nehme, das wird kaum was bringen, um durch diese Tür zu kommen, oder? Ach doch, tatsächlich. Und damit ist wirklich das Ding gemeint gewesen. Und so... Father, you press our patience, we want you. Also ja, wir haben damit das erste Shadow Light Divide Rätsel gelöst. Und damit einen Ausgang aus diesem Horror gefunden. Gut. Falscher Weg. Also ja, den können wir jetzt nicht mehr runternehmen. Wir sind wieder hier. Da ist A, ich will aber zu D. Gut. Hä, da ist etwas. Sehe ich jetzt gerade erst. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Da muss ich eh wieder hier durch. Ja, hier sind überall Fallen und Sonnenschlüssel und Knopf, Knopf, ja. So, das war der erste Altar of Light. Bodybuilding, das kann leider keiner. Athletics hat nämlich keine Sau. Bei uns. So. Cane of Cloak and Dagger. The cane alternates between invisibility and blade spell. Hat aber eine verdammt lange Ladezeit.
Hier waren überall nur Textnachrichten drin. Langschwert. Und ja, der Tainted Dagger. Nee. Wood Spirit Orb bringt uns leider auch nichts, gell? Ranger Equipment. Nicht wirklich. Hier habe ich Schild und das ganze Bone-Zeug liegen gelassen. Haben wir eigentlich jetzt mittlerweile jemanden mit sehr hoher Poison Resist? Ja, er hier hat 100% Resist Poison. Was passiert, wenn ich jetzt so ein Ding nehme? Es passiert gar nichts. Ich krieg keine Skillpunkte, nichts. Okay. Gut, aber jetzt mal Zeug hier abladen. Das wäre einmal das hier. Der Sack mit Nahrung. Hatte ich nicht noch einen mit Nahrung hier? Ja, den da. Das Ding kann ich abladen. Das ist Munition. Eine Armbrust. Bleibt mal hier. Den Cane of Cloak and Dagger lege ich mal hier rein. Steine behalte ich, das behalte ich. Leere Flaschen. Überladen sie. Hier sind die Beutel, die ich suche. Wer hat noch Knochenteile bei sich? Niemand gerade. Okay, dann ist der Beutel voll. Und in dem Beutel kommen Schädel und so weiter rein. Ja. So. Die waren schon alle gefüllt. Dann gehen wir mal hier runter. Ne, bei dem habe ich nichts liegen gelassen. Das war der falsche. Und hier wäre übrigens auch der Zugang zu diesem Teil des Rätselraums. Also der Great Stairway. Ich könnte von hier aus aber zum Altar of Light kommen. Will ich das? Au. Das wollte ich definitiv nicht. Da hatte ich vergessen. Dass da noch diese bösen Felsen, also Chomps an der Decke waren. Also gut, ja. Rüstung weg. Den weg. Da weg. Der kann da rein. Der könnte eigentlich zu dir. Du hast noch so ein Giftding.
Achso, das war das, was ich nicht gegessen hatte. Ja. Jetzt war hier irgendwas mit Essen, genau. Gib mal das hier her und dann gibst du mir den da noch. Wobei, ich habe da... Du hast noch eine Fackel übrig. Jetzt hast du einen leeren Sack. Da können mal die ganzen Sachen hier rein. Ja, Ice Magic ist eigentlich ihre Baustelle. Da ist sie aber wieder überladen. So, nein. Bin ich um meine Zahntastenreihe verrutscht. So. Knoche. Und noch mehr Knochenzeug. Und weg, so. Schriftrollen, Wasserflasche. Fackeln bis auf 3 könnte ich mal wegpacken. So. Gut. Inventare sehen aufgeräumt aus, sind sie auch. So, nochmal ein Quick Save. Und jetzt wollte ich nicht da runter, sondern auf der anderen Seite runter. Das müsste nämlich eigentlich der Weg in den Palast-Dungeon sein, genau. Ja, hier rum. Da müsste ich wieder zu einem blauen Kristall kommen. Und zwar zu dem ich eigentlich will. Ja. Hier ist nämlich jede Menge Knochenzeug und auch mehr, noch mehr Schädel. Battlestaff, da ist das Ding, was ich möchte. Nämlich das Monstrance. Das hat nämlich Undead Bane. 3x Skill to Undead Monsters. Das Ding macht 6x. Also 6x Schwert und das hier macht... 3x Stuff Defense und Stuff Defense hat sie recht hoch, also ja. Den behältst mal du. Wenn wir nämlich wieder gegen solche Untoten kämpfen, ist das die perfekte Waffe für sie. Das heißt, es geht für uns wieder runter in die Horusminen. Das war auf der anderen Seite, ja, weil der Palace Dungeon ist die Seite. Da höre ich immer noch Viehzeug, aber ich weiß nicht, wie man an das Viehzeug rankommt. Und ja, irgendwo weiter oben war doch noch irgendwas, was ich gesehen hatte. Nicht das hier, sondern das hier. Ah, da war ich ja vorhin. Mist. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder eine Spitzhacke.
Ach, hier wäre eine gelegen. Okay. Damit ich hier hinkomme. Was ist mit dem Deck? Den kannst du auch noch nicht benutzen, aber eher als den hier.